Willst du echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt und es wärmer ist? Nein. Kann's kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Warum wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich hab drüber nachgedacht. Wir könnten Mannys Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Ja gut, vermutlich nicht. Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. So weit ist es nicht. Hey, ist Mal okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Sei nicht so komisch, du machst mir Angst. Ich bin ganz normal. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug. Danke. Du musst Anlauf nehmen, damit das klappt. Wenn du das kannst, kann ich das auch. Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Shit. Hey, sieh mich an. Abby. Nicht runtersehen. Owen, müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in den Arsch trete? Abby, hör auf zu flirten. Wir sind da. Großer Gott. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Die geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Alles schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge.
Lebst du noch? Das sind viele. Von hier aus sehe ich nichts. Ganz blöde Idee, Abby.
kann nicht mehr weiter. Was war's das? Das
Wetter wird schlechter. Wo ist die Straße? Die Patrouille. Na los, hier lang. Bin hinter dir. Vermisst du ihn eigentlich? Wie, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber da gibt's nicht viel zu erzählen. Au. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Du kannst schon mal da anbinden. Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst auf dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Und er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auf, dass wir auch 73 werden. Hier doch.
Hey, ich wette, die Bon gehörte Eugene. Das ist meine. Er hat sie mir geschenkt. Hey, du hast nicht zufällig Gras dabei? Ach, schön wär's. Eugene hatte immer was dabei. Und fertig. Komm. Die Stadt, da ist unser letzter Halt. Schau mal. Ich sehe ein Einkaufszentrum. Oh, mit dem Supermarkt? Nein, die Stadt ist dahinter. Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Yep, das ist sie. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Gehen wir zurück zu den Pferden. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst trotzdem gut aus. Danke.